Capture 4. Dieses Hintergrundgeräusch. Was ist das? Okay. Bin ich in der Kirche? Wenn ihr diese Musik hört, schreibt mir bitte sofort in die Kommentare, jetzt und hier, was haltet ihr von dieser Musik? Ich finde sie einfach nur geil, aber auch gleichzeitig gruselig. Okay. Holy! Ah, Spinnen! Aber wobei, Spinnen sind schöne Tiere. Alles klar. Ich glaube, nach dem Game rauche ich nicht nur eine, sondern zwei Zigaretten. Was? Ey! Lass mich raus! Hallo? Hilfe! Hilfe! Okay, ja gut. Ey! Achtet mal auf die Puppen im Hintergrund. Irgendwas machen die doch. Ja, die schließen den Mund. Schneller. Jetzt machen sie gar nichts mehr. Das bedeutet nichts Gutes. Boah, diese Geräusche im Hintergrund. Das finde ich jetzt abartig, dass ein Baby weint im Hintergrund. Das hätte nicht sein gemusst. Ja, jetzt muss ich kurz was dazu sagen. Das Spiel, geil. Das mit dem Babygeschrei, klar, zu Horrorfilmen, Horrorspielen gehört sowas dazu. Nee,
muss nicht aber zwingend sein. Nee, das muss nicht sein, so ein Babygefänze. My greatest fears, okay. Ja. Jetzt macht die Alte wieder das Licht im Zimmer aus. Ist sie behindert? Jetzt kommt die wieder rein. Musst dich um entscheiden. Und das Licht wieder. Ey. Was ist denn das für eine Mutter? Ja, irgendwas mit der Tod meines Großvaters. Ja, und Licht aus. Da kommt sie wieder rein. Ist irgendwie das gleiche Thema hier immer. Es wird irgendwann langweilig. Ja, komm, hier. Klick, klick, klick. My mother was not in the house. Ja gut. Was soll man dazu sagen? Ach so, das Spiel gibt's im Übrigen auf Steam kostenlos zum Download. Jeder, der spielen möchte, gibt einfach mal It Moves bei Steam ein. Das seht ihr auch oben links in der Ecke, wie es geschrieben wird.